In anderer nützlicher Sache habe ich ein Small Rig Wireless Mikrofon gekauft fürs Smartphone, USB-C-Anschluss und zwei Mikrofone drin, ein Receiver dann am Smartphone. Das heißt super, wenn ich auch Interviews führen wollen würde und auch sehr preiswert. Das Ganze habe ich zum vollen Preis selber bezahlt, da kein Sponsoring und nichts und kostet um die 90 Franken. Small Rig kommt daher in einem Schminkkästli. Das ist das ganze Ding. Das wird im Smartphone eingesteckt. Sollten ja alle jetzt USB-C haben heute. Dann zwei Mikrofone. Die haben ein bisschen eine Größe, aber das hat auch eine Wertigkeit hier. Und hier drin kleine Magnete, mit denen man das hoffentlich auch am Pullover anklippen kann. Wie findest du das? Siehst du das? Recht dezent im Vergleich zu diesen großen, klobigen Mikrofonen, die man sonst so sieht. Und wie gesagt, zweimal, also ich habe zwei Magnetchips drin und alles Wichtige dabei in einem ganz kleinen Schminkkästli. Und was haben wir noch? Die Anleitung. Brauchen wir Anleitungen? Doch, es macht schon auch Sinn. Dann mehr hier. Es sollte auch Bänder geben. Ein USB-A zu USB-C-Kabel. Braucht es das heute noch? Und hier, das ist natürlich auch nebeneinander. Auch sehr nützlich, wenn man da nicht in den Kleidern rumwühlen will. Kann ich meinem Interviewpartner sowas anhängen, wenn ich unterwegs dann Interviews führe beim Spazieren? Ich glaube, wir gehen nachher raus und probieren das. Klipp das hier drauf. Sieht auch recht okay. Dezent aus, nicht? Das könnte jetzt Schmuck sein, also vielleicht nicht so. Okay. Haben wir noch? Noch mehr Zeug hier. Ein Clip. Magnetclip. Das heißt, jetzt fehlt, gehen mir die. Das geht jetzt nicht super. Ah, wie das hier ist denn. Und ja, auch recht viel dezenter als die ganzen großen DJI oder wie sie heißen, klobigen Teiler. Zwei Clips. Es geht ja darum, dass wir auch Interviews führen können. Zum Beispiel auch ein Hemd. Da ist so ein Clip. Ganz gut. Kann man schnell was montieren, ohne unter den Magnet unter die Kleidung zu müssen. Das ist herzig. Eine kleine Katze mit, aber mit Mausohren. Okay. Und einem Loch für Mikrofon, das heißt das für Windschutz. How cool is that? Das sieht, oh, auch zweimal. Allerdings in zwei verschiedenen Farben. Einmal in Schwarz, einmal in Grau. Und so kann ich auch ein bisschen wählen, wer welche Farbe erhält in einem Interview oder oft. Nutzt man das wahrscheinlich nicht zu zweit, sondern alleine, dann hat man natürlich freie Auswahl.
recht viel Ausrüstung für 89 Franken. Hier natürlich, der Empfänger wird dann unten ins Smartphone eingesteckt, blinkt jetzt blau. Jetzt beide verbunden. Also jetzt durchgängige blaue Lichter, nicht mehr das Blinken, das heißt, die sind beide verbunden. Aber ob das jetzt wirklich einen Unterschied macht, testen wir natürlich am besten draußen, wo es mehr Umgebungsgeräusche hat. So, das ist mein Smartphone ohne Mikrofon und tatsächlich windet es heute recht. Hier und neben mir ist eine Straße, allerdings nicht allzu viel Verkehr im Moment. Also das ohne Mikrofon, hört man den Wind? Das ist die Version jetzt einfach an diesem Bändchen, an diesem Band, aber ohne Windschutz, auch ohne Verkehr im Moment. Jetzt die Version mit Clip hier oben, ohne Windschutz, auch nicht extrem viel Verkehr, aber sehr viel Wind. Jetzt die Version hier oben, fast unsichtbar mit diesem Windschutz und in der Grundeinstellung ohne Rausch Geräuschunterdrückung. Es hat nämlich noch einen Modus, das zusätzlich noch Geräusche unterdrücken würde. Das teste ich vielleicht ein andermal. Jetzt ein kleiner Zusatztest. Jetzt habe ich den Empfänger an meinem MacBook eingesteckt. Darüber steht nichts in der Artikelbeschreibung im Webshop, dort wo ich es gekauft habe. Aber wir schauen mal, ob du jetzt etwas hörst. Wenn nämlich mit diesem Mikrofon, wenn ich weggehen würde, würde man nichts mehr hören. Aber ich glaube, du solltest jetzt mich hören, wie wenn nichts verändert hätte. Und dasselbe mit zwei. Vielleicht, weil hier noch ein Mikrofon auf dem Tisch liegt, das auch aufnimmt. Kann man das abschalten? Das ist jetzt aus. Jetzt nochmal Test. Hier 1, 2, 3. Und ich bewege mich weg. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das heißt, wenn das funktioniert, kannst du das auch super als Mikrofon nutzen, um YouTube-Videos mit deinem normalen Rechner aufzunehmen. Vorausgesetzt, du hast einen USB-C-Anschluss. Haben ja die meisten heute. Okay, hast du Fragen dazu? Vielleicht kann ich sie beantworten. Gib mir einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal und see you in the next video. Bye bye.